Hey, mein Name ist Fabian. Schön, dass du hierher gefunden hast. Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir testen, was vor 3 Jahren schon ein Trend war und ich ihn jetzt nochmal ausprobiere, weil ich keine Videoideen hatte. Denn wir werden jetzt Mehl als Baking Powder benutzen und als Gesamtpuder. Und wir werden Kakaopulver als Bronzing bzw. Contouring Powder benutzen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe gehört, dass Mehl eigentlich voll gut funktioniert, weil das so fein ist, so fein gemahlen, you know like. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht passt das bei mir auch. Ich habe vor 2 Minuten meine Base gemacht, deswegen glaube ich, dass ja, wird schon schief gehen. Und dann, wenn ich mein ganzes Make-up zu Ende habe, am Ende werden wir dann ein Gesamtfazit sehen, beziehungsweise ich berichte euch. My base looking good. Vor 2 Minuten aufgetragen. Love it. Ist jetzt so ein bisschen in meine Haut eingezogen. Sieht fresh aus. Ich werde jetzt mit meinem Beauty Blender ins Mehl gehen. Oh mein Gott. Und werde das jetzt einfach unter meine Augen machen. Das ist echt wild. Ich hoffe, dass wir eine Steigerung sehen, weil ich benutze immer Babypuder. Und ich glaube, das ist nicht schwer zu übertrumpfen. Vielleicht muss ich nie wieder Babypuder für 1 Euro kaufen gehen. Auch so voll unnötig, ne? Das Mehl kann ich gleich wegschmeißen. Und dann pudere ich noch, ja, meine Nase ganz krass ab, wie ich es halt auch einfach immer mache. Und dann gehe ich halt auch über den Rest meines Gesichtes, um das nochmal so abzupudern. Dann arbeite ich das Mehl nochmal unter meinem Auge ein und versuche so den Rest mit einem Pinsel nochmal so wegzuwischen. Also, beim Puder muss ich schon mal sagen, es sieht jetzt schon mal sehr matt aus, sehr smooth aus. Ich habe aber so ein bisschen Angst, dass es trocken aussehen könnte. Aber das sehen wir dann nochmal am Ende. Und nach meinem Puder mache ich meistens auch immer direkt mein Contouring bzw. Bronzing. Denn das haben wir jetzt hier. Und da werde ich auch einfach mal jetzt so mit meinem Pinsel so ein bisschen reingehen. Oh, da habe ich jetzt richtig Schiss. Das könnte jetzt mein ganzes Make-up versauen, wenn überhaupt was am Pinsel haften bleibt. Und da, oh, das riecht. Mm, ich hoffe, oh mein Gott, ich bin richtig gespannt jetzt bei Bronzer. Hallo? Hallo? Kommt da Pigment oder wird das hier nichts mit dem Pigment? Ich glaube, das will nicht so ganz am Pinsel haften bleiben. Aber so ein bisschen kommt. So ein ganz, ganz kleines bisschen. Ja, okay, es hat auf jeden Fall ein bisschen dunkler gemacht. Es ist nicht so wie Bronzing, dass es so einen warmen Unterton hat. Der ist jetzt halt einfach kühl. Deswegen, glaube ich, eignet der sich so besser so als Contouring. Falls ihr wissen wollt, welches Kakaopulver ich benutze, schreibt mir bei Instagram. Weil ich mache jetzt hier auch nicht noch Werbung für Mehl und Kakaopulver. Obwohl der Kakao richtig gut schmeckt. Das ist echt anstrengend, immer wieder zu schichten, wenn halt einfach nichts bei rumkommt. Jetzt mache ich mal die andere Seite. Ich hoffe, dass das jetzt etwas besser wird. Ich versuche jetzt mal, dass ich das Mehl mit dem Kakaopulver ein bisschen mische, weil das habe ich früher immer auf YouTube gesehen. Dann soll das irgendwie besser pigmentiert sein. Probieren wir mal aus. Jetzt ist das so echt hell geworden. Okay, nein. Sieht nicht besser aus. Und da bröselt auch immer was runter. Okay, es hat auf jeden Fall ein bisschen was abgegeben. Ist halt ein bisschen dunkler jetzt meine Wangenknochen. Ich werde jetzt einfach mein Make-up zu Ende bringen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin back mit Full-Face-Make-up. Und ich muss sagen, das Mehl fühlt sich ganz okay an. Fühlt sich ganz gut an. Fühlt sich halt nur so etwas trocken an. Aber wenn man mal keinen Baking-Puder zu Hause hat, dann kann man ruhig mal auf Mehl zurückgreifen, aber es ist nicht nötig. Ich finde, es ist halt einfach nicht nötig. Sieht ganz flawless aus, aber irgendwie ist das nicht das Gelbe vom Ei. Und der Bronzer, ich glaube, ihr habt schon so bei den Startschwierigkeiten gesehen, dass ich da nicht so von begeistert war. Und das bin ich jetzt immer noch nicht, ja. Es sieht zwar jetzt im Endeffekt ganz schön, ganz okay, ganz süß aus, aber wenn man einen Bronzer zu Hause hat, dann benutzt den, weil, nee, Kakaopulver braucht man jetzt wirklich nicht. Aber sonst, so im Endeffekt würde man nicht merken, dass es jetzt irgendwie Mehl oder Kakaopulver ist, weswegen ich sagen würde, wenn ihr diese beiden Dinge zu Hause habt, aber dafür kein Bronzer und kein Baking Powder, dann benutzt das ruhig. Als Alternative kann das mal funktionieren, aber ich glaube nicht, dass das so auf einen längeren Zeitraum funktionieren würde. Es wäre super, super süß und sympathisch, wenn ihr mir auf Instagram, auf TikTok und natürlich hier auf YouTube folgen würdet. Das würde mir sehr viel bedeuten. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann nächste Woche. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao.